Kopf ein bisschen nach links. Hi. Hi. Willkommen zurück, meine lieben Freunde der Sonne, zum neuen Part von Let's Play Zelda Link's Awakening. Sen hat herausgefunden, dass er ein kompletter Krog ist und es eigentlich so einfach gewesen wäre. Das, was er herausgefunden hat, offscreen herausgefunden hat, zeigen wir jetzt hier nochmal. Ihr seht ja, dass die Steine draußen. Egal was man macht, man kann mit denen nichts anfangen. Die gehen einfach nicht weg. Vielleicht die kann man nicht so schubsen. Aber diese Steine. Vielleicht kann man sie mal. Die sind anders. Die haben eine andere Form. Vielleicht kann man sie mal selber wegschubsen. Die sehen irgendwie leichter aus. Die sehen leichter aus. Ah ja. Ja, findest du nicht so? Die sehen eben nicht so. Die sind heller. Dann merkt man, wenn man einfach so drauf bleibt, die sich eigentlich schieben. Richtig. Und hier haben wir es drin. 50 Rubine. Hätte da nicht dieser komische Pilz drin sein müssen? Nein, weil jetzt kennen wir die Technik und ich habe das eben schon im Video gesehen. Ah. Dass da eigentlich nur 50 Rubine sind, aber hier kommt ja was anderes. Ah, du musst da so Durst. Das ist einer von den Dungeons, wo du viel für einen Durst arbeiten musst. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Muss man halt irgendwie logisch machen hier. Die logisch verschieben, sodass man irgendwie an das Zeugs drankommt. Das nicht geschrieben, okay. Aber der lässt es vielleicht nicht verschieben. Aber der ist auch, sieht auch ein bisschen dunkler aus, keine Ahnung warum. Ich komm's nicht mal raus. Egal, Gartenweg unten entlang. Da geht's eh weiter, eventuell. Hier kommst du wieder raus. Nee, das ist an einem anderen Ort eben. Siehst du? Das ist ein anderer Ort. Da ist. Schau mal. Wir sind dort. Ich weiß. Wir sollten dort ankommen. Und deswegen haben wir es jetzt geschafft. Und wir haben endlich diesen Scheiß. Gut, danke. Aber hast gut erkannt. Wir haben endlich den Scheißpilz gefunden. Hier kommen wir endlich durch. Und da gibt es ein. Aber erstmal gehen wir zu dieser Hexe. Sagen ihr, du kannst uns mal. Und geben ihr den Pilz. Juhu. Das ist zu schwer. Ja, das ist alles, ob du gerade auf dem Klo wärst und ein sehr großes Fressen müsstest. Okay, das ist nicht mal jugendfreier Content hier. Und das nach 3 Minuten 24. Es gibt so viele Fliegen, Hilfe. Wenn einer hier eine Fliege bist, dann du. Du Fliege. Jetzt baust du dich gerade. Ah! Denkst du, ich bin blöd? Ja. Zufällig. Ehre. Du. Ja! Ich flipp echt aus mit diesen Fledermäusen. Und das hast du geil gemacht. Und jetzt bin ich eingesperrt mit diesen. Wieso gehst du denn jetzt da so rum? Piss dich. Du kommst doch. Wie gehst du jetzt den langen aus dem Umweg? Weil es da hässlich ist. Ja, schau mal, ich rasier dich. Bam. Ja, mit dem Teil der Macht kannst du Leute ja sehr erfolgreich rasieren. Bam. Ist mir egal. Geht weg. Hast du sehr gut erkannt. So, weg mit dir. 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 Ist ja sehr nett, wie du hier alle weghaust. Ich würde dich auch gerne umbringen, aber ich nicht. Mist? Haha, nein. Bist du das so? Das Kondom. Alter! Nein, ist sonst immer Kondom. Aber du hast auch gesagt Kondom. Ja, ich weiß, dass das wie ein Kondom aussieht. Hier, nimm deinen hässlichen Pilz, du kleine Schwuche. Ich werde nicht verhext ist jetzt. Hex! Hex! Schau mal. Ja, ich mach. Hexli, Hexli, Hex! Das
Pulver ist fertig, ich kann das gleich mal in der Hit, aber nicht. Aha, was für Pulver? Es ist mir gesagt nach Drogen. Ja, genau, das denke ich mir auch mal, wenn ich das sehe. Was ist das Pulver? Was ist das Pulver? Ich würde mal gern versuchen, was Pulver ist. Ich hab echt nur geschaut, wie man eigentlich den Pilz bekommt. Also weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, da bis zu deinem nächsten Treffen kannst du dich mal informieren, wie es weitergeht. Damit die beiden Spiel irgendwie um die Runden kommen. Blablabla. Ich hab große Augen. Oh. Oh. Uff. Oh. Aber ganz schön. Oh. Was ist das? Gut. Ja. Jetzt wird er ein bisschen vergewaltigt. Aber hat auch verdient, ne? Ja, was ist das denn? It's Paolo! Ne, jetzt dahin. Wie kommt denn da jetzt? Das ist irgendwie aus wie so ein Kind. Sieht aus wie so ein Kindersender. Okay, das ist ein bisschen zu groß. Stirb. Da-da-dam! Sie haben den Schlüssel! Endlich. Also, jetzt wissen wir wenigstens, wie es weitergeht. Alter! Und der Uhu ist wieder da! Uhu! Hier sind wir zum Wurmpalast. Der Windfisch wartet. Kein Bock. Ja, ich glaube, aber sollten wir, der hat gesagt, erstmal dort das machen. Tut, tut! Ich habe immer noch die Zähne davon nicht verstanden. Kann man sich teleportieren lassen, so wie in BOTW? Ich glaube nicht, weiß nicht. Glaube ich nicht. So, ich dachte so, vielleicht so mit dem Telefon, dass du dann durch das Telefon kannst, aber. Ja, anscheinend das nicht. Das ist halt sehr, Bock das wäre sehr zukunfts. Aber. Der Uhu hat gesagt, man muss zum Tempel, also. Gehen wir zum Tempel. Das wäre doch eine Idee, wenn der schlaue Uhu das sagt. Mal das dann irgendwie was auch so machen. Du hast mich angegriffen. Ich hab's gesehen. Ein bisschen buddeln. Ein bisschen buddeln, dies, das. Ja, der Soundtrack ist wirklich in diesem Spiel. Bist du ja halt aus der Facecam draußen. Guck die, oh, das sieht nicht gut aus, weißt du das? Was ist denn das da? Wie der Schneibert aus der. Das sieht scheiße aus. Facecam draußen ist. Was sieht scheiße aus? Ich find das irgendwie sieht komisch aus. Was? Das da. Oh, endlich! Komm mal, wie. Was sagst du dem Thumbnail? Es geht. Aber immer siehst du gleich aus, während ich anders aussehe. Ja, ich tu motiviert sein. Ja, mit meinen. Na, jetzt gehen wir nach. Oh. Uff, der Wurmpalast. Die Musik macht jetzt schon Angst. Ja. Ja.
Entschlüssel. Oh, die alte Musik, so wenn du es geschafft hast. Mhm. Fast jedes Schloss öffnen. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Ja, der Schlüssel wird dir... Perfekt, ciao, ciao. ...wird tatsächlich eher wichtig sein, früher oder später. Die Augen, die sehen irgendwie gruselig aus, aber was ist hier drin? Ein Kompass! Ich denke mal, der könnte noch... Was? Windfaker. Dieser Kompass... Hat er auch so einen Kompass? Wer? In Windfaker. Wo ist der? Okay, dann bist du zu dumm. Entschuldigung. Du bist halt zu dumm. Ich? Ja. Ja, ich schau mal, hier kann man auch buddeln. Ich find's witzig zu buddeln. Magst du buddeln? Oh mein... Entschuldigung, mein Bein tut weh. Oh. Weißt du, er haut sich sein Bein an, wundert sich dann, weshalb sein Bein weh tut. Nee, ich bin nämlich... Ich hasse es eigentlich, so mit Schwung zu sein. Was ist mit dem Kompass los? Hallo, Kompass. Was ist Kompass? Was Kompass? Keiner weiß, was Kompass. Ich hätte gern einen Pfeil und Bogen, aber ich weiß nicht mal, ob es in Link's Awakening das gibt. Glaubst du, das gibt Pfeil und Bogen in Link's Awakening? Ich glaube nix. Und da ist ein Schlüssel, der wieder fast die Tür... Zweiter Schlüssel. Hast du nicht nur einen Schlüssel, der fast die Tür öffnen kann? Schau mal da oben. Da oben links. Ah, ist das ein zweiter Schlüssel? Intelligentus Optimus. Maximus. Maximus, ja. So eklig aus. Ja, genauso wie du. Aber diese Augen sehen irgendwie bedrohlich aus. Ich kann sie nicht töten. Geh einfach dran vorbei. Das hüpft sich da nur in den Abgrund rein. Cool. Nee, das ist... Hast du gut gemacht. Jetzt kann es dich nicht mobben. Jetzt geh doch mal dahin und sperr die Tür auf. Nein. Wieso nicht? Weil es nicht der einzige. Ah, du schaust hier so erst um. Intelligent. Was ist aber so mit dem Kopf los? Oh, schau mal, der zeigt alle Truhen an und so. Das ist in der Tat praktisch. Genau, das Ding darf das nicht erwissen, ist ja klar. Ah, was ist jetzt hier? Oh. Ja, den. Noch ein Chest, den man eben sehen konnte. Da ist eine Truhe gespawnt. In der sich 20 Rubine befinden. Ist doch mal eine nice Kiste. Und noch anders, wenn man fast alles öffnen kann. Ja, Sam, du kannst sehr gut den Link nachspressen, wissen alle. Der Link spricht eigentlich fast gar nicht. Oder imitieren. Da ist wieder eine Tür. Jetzt ist halt die Frage. Oh. Welche Tür wird die richtige sein? Ich nehme mal für die. Bin schon da. Weil die direkt davor ist, ne? Aber hier geht's irgendwie weiter. Du musst ja alles Herzen bringen. Hätte das gedacht. Sehr gut. Dann sammeln wir mal zuerst die Herzen ein. Und danach schauen wir mal, nutzen wir mal rein in die Truhe. Oh, ich freue mich endlich, wenn ich dann hier 4 Herzfragmente habe. Schnabel aus Stein. Schnabel aus Stein. Ah. Ich sage, ich musste erst mit dem Schild abwehren. Der gibt dir nur so einen Tipp, glaube ich. Dass wenn nach Astachi kommen, du sie erst mit dem... Was ist Stachel? Das sind diese Stachelpanzer-Dinger. Gut. Die kennst du auch aus Super Mario. Die roten Dinger. Ach so, die da. Glaube, muss ich das sehen. Die mag ich nicht. Die mag ich echt nicht. Ja, die macht keiner. Die sind Gegner. Ich kenne dich kaum, Leute. Ja, du kannst Link sehr gut imitieren. Du musst in den Abgrund der Naya Boxe nicht in die Ecke hauen. Ey, du Gehirnkind. Was passiert, wenn man das macht? Ah. Wo bist du? Alter, Hilfe! Hilfe!
Bitte! Ach. Ah, jetzt verstehe ich, wie die gehen. Gut, dass du es verstehst. Ja, einer muss es hier von uns beiden verstehen. Aber da ich ja weiß, dass du ja Realschüler bist. Ah, jetzt geht's hier los. Ne? Nein, 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 nein. Oh, 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 da, da, oh, da, 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 oh, da. Hast ein bisschen komisches Auto. Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Okay, das heißt, hier musst du irgendwelche Blöcke verschieben, damit sich diese Tür öffnet. Du musst weise denken. Oder einfach einen Block verschieben. Das sind Starris. Starris. Erstmal mit dem Schild abwehren, gell? Dinger, und dann einmal draufhauen, zweimal draufhauen. Oder so geht's auch. Jetzt musst du erstmal da was dran stecken. Das musst du erstmal. Nee, ja, das danke. Wir erstmal. Ja, okay, ja, das haben wir jetzt gesackt und jetzt geht's da unten. LOL. 8-Bit Nebenquest. Like. Die kannst du nicht. Man kann ja nicht springen, stimmt. Oh, stimmt, man kann ja gar nicht in Link springen. In Zelda. Man kann nicht springen. Die muss jetzt erwarten, bis Gumpa hinter ist. Aber man kann auch auf ihn springen, ne? Ich wollte es nicht ausprobieren. Man kann ihn hier umbringen. Ja. Da bekommst du sogar ein paar Rubinchen. Aber man kann nicht springen. Das stimmt. Breath of the Wild war das erste Zelda, wo man springen konnte. Wusstest du das? Konnte man nicht in Twilight Princess auch nicht springen? Nee, da konnte man auch nicht springen. So? Verrückt, gell? Verrückt, wie die Welt ist. Und das. Zum Tier kann man auch nicht springen. Uff. Ja, da musst du hier aufpassen. Dachte dir etwa. Und da hast du eine Greifenfeder erhalten. Die wird bestimmt nochmal wichtig. Aber ich würde die aufbewahren. Wirst du bestimmt irgendwann mal brauchen. Und du nutzt die Aktion aus, oder? Mann, die kann man immer nutzen. Ach, ist die immer? Verfällt die nicht noch einmal? Nein. Nur dann. Deswegen. Uff, voll der Skiller. Stimmt, die kannst du immer nutzen, sorry. Deswegen habe ich jetzt auch die 3 Herzen easy geschnappt. Ciao. Da warst du sau. Dachtest du etwa? Uff, der packt da seine halbart vorhandenen Skills aus. Ich hätte ein. Warte. Nee, komm nicht. Ah, schade. Das wär's Husseln gewesen, warte. Um wahr zu sein. Du kannst dann aber vielleicht auch über Steine ab jetzt bringen, ne? Ich kann einfach jetzt über. Du kennst ja doch die ganz vielen Löcher, wo ich immer gemerkt habe. Ich weiß, ich fahr grad jetzt rüber. Das öffnet dir wieder neue Möglichkeiten. Ich hab jetzt echt so Lust weiter zu zocken. Ja, mach doch noch ein bisschen. Ja. Ehre. Ehre, ja, ich hab Ehre. Das hypt mich jetzt voll grad. Das hype mich gerade voll. Ja, das ist doch sehr schön. Wusste ich doch, dass du mal zur Vernunft kommst hier. Ich packe meine krassen Skills aus. Und da haben wir schon die nächste Truhe. Aber was da drin ist, sehen wir erst im nächsten Part. B. Macht's gut, die Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Blöde.